Japanische Forscher wollen herausfinden, ob sich in diesem Paket, das von der Internationalen Raumstation ISS mitgebracht wurde, Leben befindet. Genauer gesagt Mikroben. Die Studien dazu sollen etwas Klarheit über die Frage verschaffen, woher das Leben stammt. Im Zentrum steht eine etwa 10 Quadratzentimeter große Platte aus Glas. Sie hat winzige Löcher, die mögliche Spuren von Leben im All einfangen sollten. In einer der wichtigsten Studien soll herausgefunden werden, ob es Mikroorganismen in Höhen gibt, in denen sich etwa die ISS befindet. Eine andere Studie untersucht, ob es Mikroben im Weltall gibt. Für die Studien werden höchst empfindliche Geräte eingesetzt. Japans Raumfahrtagentur JAXA übergab die Proben jetzt an die Universität von Tokio. Ergebnisse soll es Anfang kommenden Jahres geben. Sollte sich tatsächlich etwas finden, so könnte dies laut den Forschern darauf hinweisen, dass das Leben auf der Erde von einem anderen Himmelskörper stammt.